Ich streame seit circa 2 Jahren auf TikTok und in diesem Video möchte ich mit euch drüber reden, was ich in dieser Zeit verdient habe und was möglich ist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mal über das Thema Geld reden. Ich weiß, in Deutschland heißt es leider, dass man nicht über Geld reden sollte. Ich habe da aber ehrlich gesagt kein Problem damit. Im Prinzip kann man ja sowieso von jedem sehen, was er verdient auf TikTok. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal heute einen Tag mit, zeige euch, wie so mein Tag aussieht als Fulltime-Streamer und ich werde euch auch genau zeigen, was ich jetzt in den 2 Jahren verdient habe und das natürlich auch belegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich aber noch kurz für euren Support bedanken. Seit dem letzten Video gibt es 6 neue Kanalmitglieder. Und die sind auch alle von meinem Stream, meine engere Community, meine Modis. Jessica Sell, Philipp Hanke, dann der erste Major sogar. Es gibt ja 3 verschiedene Stufen. Tobias Maul, Tobi S, Johanna 90, Sarah Mosphäre und Nadine Gooden. Vielen, vielen Dank. Es ist jetzt gerade 9 Uhr am Morgen. Ich habe mich schon geduscht und fertig gemacht. Jetzt mache ich mir mal noch einen Kaffee. Das Setup ist hier schon bereit und dann geht's los. So sieht es jetzt hier bei mir aus. Hier ist mein Mischpult, hier ist mein Handy, hinten dran der Handykühler. Das Mischpult ist tatsächlich hier mit dem Handy verbunden und das Mischpult mit dem PC, damit ich hier Musik abspielen kann. Hier kann ich auch verschiedene Sounds abspielen. Hier ist mein doppelter Espresso und los kann's gehen. Let's go! Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen an alle, guten Morgen Sophia, hallo Chris, hallo Sophia, Schokoei mit Ketchup. Marco Polo, Dankeschön fürs Teamherz. Sasni, Dankeschön fürs Teamherz. Guten Morgen Philipp, danke fürs Folgen. Wuhu, Nadine, hallo. Legend, Dankeschön fürs Teamherz. Mein Stream ist jetzt vorbei, es ist gleich 14 Uhr. Ich war jetzt insgesamt 4,5 Stunden live. In der Zeit hatten wir 12.500 Zuschauer, 216 Dollar verdient, 85.000 Likes und 151 verschiedene schenkende Leute und 4 neue Abos sogar. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio. Vorher habe ich noch so eine kleine Guarana-Kapsel genommen für einen kleinen Push. Und jetzt möchte ich euch mal erzählen, wie ich überhaupt zum Streamen gekommen bin. Eigentlich hat es alles damals mit meiner Gaming-Zeit angefangen. Darüber habe ich ja so ein bisschen auch in meinem letzten Video erzählt, so ein bisschen über meine Geschichte. Das werde ich euch mal hier in den Kommentaren auch verlinken, das Video. Ich habe früher viel gezockt. Und habe mir auch oft Streams von anderen Leuten angeguckt, wo es halt ums Thema Gaming ging. Und dann bin ich irgendwann auf TikTok gestoßen, habe da viele Jahre lang Videos hochgeladen und dann habe ich irgendwann gesehen, dass man auch live gehen kann auf TikTok. Dann dachte ich mir, okay, komm, das probierst du einfach mal aus. Bin ich einfach mal unwissend live gegangen und habe ein bisschen gequatscht mit den Leuten und irgendwann kamen irgendwelche Geschenke rein. Also ich wusste damals gar nicht, was das ist. Und dann habe ich damals, glaube ich, in meinem ersten Stream oder so 20 Euro verdient und dachte mir, oh Gott, wie krass ist das denn? Und ich finde es heute auch noch krass, dass mir Leute im Prinzip ihr Geld schenken. Aber ich versuche dann immer irgendwie zu verstehen, dass Leute das aus einem bestimmten Grund machen. Und meistens liegt der Grund da, dass du den Leuten in irgendeiner Form einen Wert gibst. Sei es Aufmerksamkeit, sei es irgendeine Hilfe im Leben, Motivation oder sonst irgendwas. Ihr könnt ja mal, wenn ihr meinen Stream kennt, in die Kommentare schreiben, warum ihr mich so unterstützt. Das würde mich echt interessieren. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann damals länger gemacht und bin ab und zu mal live gegangen, jetzt aber noch nicht regelmäßig. Dann habe ich das Ganze jahrelang wieder sein lassen. Also ich mache jetzt TikTok seit 7 Jahren. In meinen Anfängen habe ich das ab und zu mit dem Streaming gemacht und vor genau 2 Jahren bin ich dann wieder auf Streaming gestoßen. Und dann habe ich festgestellt, hey, TikTok hat sich da echt krass weiterentwickelt. Neue Geschenke, neue Funktionen. Dann habe ich mir ein Mischpult bestellt, ein Setup, ein komplettes Setup, habe versucht, meinen Hintergrund schön zu machen und habe da echt Spaß und Freude dran gefunden. Und ja, und bis heute ziehe ich das Ganze durch. Ich finde, das Coole am Streamen ist einfach, dass du es jederzeit und von überall aus machen kannst. Also ich bin oft einfach mal beim Spazieren live und halte hier mein Handy und rede mit meinen Leuten. Oder wenn ich auf Reisen bin, gehe ich trotzdem live und das ist einfach geil, weil du so flexibel bist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich es auch aus finanziellen Aspekten mache. Das tue ich. Es ist verdammt cool, dass man damit Geld verdienen kann, dass man davon leben kann. Und wichtig ist halt trotzdem, dass man Spaß an der ganzen Sache hat. Ansonsten würden dich die Leute gar nicht unterstützen. Eine Zuschauerin hat letztens was richtig Cooles gesagt.
sie hat jetzt ihr Netflix-Abo gekündigt und hat dafür mich auf TikTok abonniert und das hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben. Ja, Geld ist immer so ein Thema, Leute, ne? Ich kann euch ja einfach mal kurz sagen, was Geld für mich bedeutet. Geld bedeutet für mich Freiheit. Und das ist auch das, was mich antreibt, dass ich jeden Tag machen kann, was ich will, mit wem ich will und wo ich will. Ich lege gar nicht so einen großen Wert auf materielle Dinge. Also ich finde es auch schön, wenn wir im Urlaub auf Reisen eine schöne Unterkunft haben. Also in Reisen zum Beispiel investiere ich sehr, sehr gerne Geld und auch viel Geld. Aber mir ist es zum Beispiel scheißegal, was ich jetzt für ein Auto fahre. Ich fahre außerdem eh fast nie Auto. Ich laufe nur rum. Kalorien verbrennen, Schritte sammeln. Ich gehe jetzt tatsächlich auf nüchternen Magen ins Training. Es ist jetzt 16 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe einen Bärenhunger. Aber ich faste über den Tag meistens, um dann abends mehr essen zu gehen, weil ich hasse es, mit hungrigen Magen ins Bett zu gehen. Vielleicht kennt ihr das. Muss für Teil dann wieder in Form kommen. Yippie! Wenn ich dann später daheim bin, gibt's was zu essen. Und dann liege ich meine TikTok-Einnahmen. Boah, hey, Training ist durch. Jetzt? Was ist denn jetzt? Störung. Und wenn man kein Streamer ist, dann muss man wieder Basti noch Pfandflaschen abgeben. Genau, ja. Spaß, ich gebe auch meine Pfandflaschen ab. Der Basti fährt mich jetzt noch heim und jetzt gibt es meine erste Mahlzeit heute. Das sind solche Hähnchenteile. Ich habe so einen Kohldampf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob man mich richtig sehen kann. Wieder daheim, ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Für jetzt gleich fettarmes Hackfleisch, Proteinmusse-Schokolade. Das esse ich heute vielleicht auch noch, Leber. Energy Nummer 1, natürlich Zero. Nummer 2, Spargel aus dem Glas. Knoblauch, ich liebe Knoblauch. Grüße gehen raus an Thea. Ein schönes Steak. Dann diese Quark-Quetschis, die sind echt lecker und gute Nährwerte. Und noch ein bisschen Hähnchenbrust. Lecker. Es gibt aber eine Sache, die dann ziemlich komisch riecht, wenn man das isst. If you know what I mean. Sehr gesund, Knoblauch. So, Hackfleisch in the making. Und jetzt noch die Leber hinterher. So. Einen guten. Ich hatte ewig kein Hackfleisch mehr. Das ist richtig geil. Die 400 Gramm Hackfleisch habe ich jetzt verputzt und jetzt gibt es nochmal 400 Gramm Leber. Und ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr einmal die Woche Leber esst, weil das extrem nährstoffreich ist. Schauen wir mal. Sieht sehr gut aus. Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn ihr es mögt, dann esst's. Okay, Pappsatt, gucken wir uns jetzt mal zusammen an, was ich in den letzten Jahren verdient habe. Ich erkläre euch erstmal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Das wissen die meisten wahrscheinlich schon, aber man kann auf TikTok Geschenke schicken und quasi Diamanten erhalten. 1000 Diamanten, die du als Streamer erhältst, sind immer 5 Dollar. Das heißt, am Ende sind 1 Million Diamanten immer 5000 Dollar. Wenn ich hier jetzt in meine App reingucke, habe ich in meinen letzten 2 Jahren bzw. in meiner gesamten TikTok-Zeit insgesamt 68,6 Millionen Diamanten verdient. Wir nehmen jetzt einfach mal 68 Millionen. Im Prinzip wären das dann 340.000 Dollar brutto. Aber jetzt wartet ab. Zum aktuellen Kurs wären das dann ungefähr 314.000 Euro. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich in dieser Zeit wahrscheinlich so um die 60, 70, vielleicht sogar 80.000 Euro wieder in der App an andere Streamer supportet habe. Gehen wir mal vom Beispiel 70.000 aus. Ja, ich sag mal so, dann sind ungefähr so 250.000 Euro übrig. So, dann muss man aber auch noch die Steuern abziehen. Ich rechne immer ungefähr mit einem Prozentsatz von 50%. Also rechnen wir es mal durch 2, dann sind noch 122.000 Euro übrig. So, und jetzt rechnen wir es mal geteilt durch 24, wegen 2 Jahre, jeweils 12 Monate. Das heißt, es sind am Ende des Monats ungefähr 5.000 Euro netto übrig. Und es ist verdammt geil und da bin ich extrem dankbar dafür. Ach ja, ich blende euch hier mal noch einen Screenshot jetzt ein, damit ihr auch sehen könnt, dass das mit den 68 Millionen Diamanten auch stimmt. Ja, wie viel Zeit habe ich dafür investiert? Schon sehr viel und ich investiere auch nach wie vor extrem viel Zeit. Natürlich gab es mal Phasen, zum Beispiel auf Reisen, da habe ich ein bisschen weniger gestreamt, aber ich war täglich so mindestens 4-5 Stunden live. Und wenn ich jetzt in Deutschland bin und so meine Routine habe, dann bin ich am Tag teilweise sogar 10 Stunden am Tag live. Und das Montag bis Sonntag ohne Pausen. Also um diesen Betrag zu erreichen, muss man schon sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren.
Falls du jetzt dieses Video siehst und dir denkst, hey, streamen würde ich auch gerne mal ausprobieren, du brauchst dafür gar keine Reichweite. Also da kann jeder von Anfang an Gas geben und losstarten und bekommt da auch schon Reichweite, wenn man ein paar wichtige Tipps beachtet. Wenn ihr möchtet, kann ich dazu auch mal ein Video erstellen. Ihr könnt euch aber auch bei mir auf Instagram melden, denn ich habe eine Agentur in Kooperation mit TikTok. Wir helfen kleineren Streamern, erfolgreicher zu werden. Dafür haben wir letztes Jahr auch eine Auszeichnung bekommen. Wir sind aktuell die größte Agentur in Deutschland. Das Coole ist wirklich, du brauchst absolut keine Follower, musst nichts irgendwie von deinem Verdienst abgeben, weil wir eben direkt von TikTok bezahlt werden. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schreib mir einfach mal eine Nachricht. Du kannst es auch einfach erstmal ausprobieren. Also jetzt noch ein paar abschließende Worte. Ich möchte mit diesem Video oder allgemein auf keinen Fall irgendwie damit angeben oder flexen. Ich möchte euch einfach zeigen, was möglich ist und den ein oder anderen vielleicht zum Streamen zu motivieren oder mehr Gas zu geben. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich hier jeden Tag bekomme. Und ich möchte auch auf keinen Fall den Eindruck hinterlassen, dass das Ganze hier für mich selbstverständlich ist. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie gern jetzt in die Kommentare. Ich werde jeden einzelnen Kommentar beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich. Ciao, ciao.